Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück bei Rainbow Six Siege. Ja, und Siege! mit der Siege. Da übt es vorher noch Siege, mit mir, liebe Siege, Leute. Siege oder wie auch immer. Ja, keine Ahnung. Ja, und ihr habt schon gehört, da ist er wieder. Der Onkel, Gamer Shakespeare, hey! Ja, Hallöchen. Du alter Kameramann. Boah, er fragt mich noch vorher, wer ist das Spiel Siege? Ich sag Siege. Ach, Siege. Ja, Siege. Siege. Und jetzt sagt er Setsch, habe ich Setsch. gesagt. Oh. Ja, das ist wieder von Ark, Setsch. Ich sammle zu viel Setsch. Okay, diesmal gehen wir auf Multiplayer und probieren es nochmal aus. Ja, hä? Oh, ja, du gehst drauf. Ich komme ja automatisch ins Spiel rein. Guck mal, da hinten ist sogar ein Lorbeerkranz. Da steht jetzt aber bei mir eine 0 drin. Was bedeutet das? Level up, ne? Oder Skill oder sowas, Da ne? steht bei mir 1 drin. Ich Echt? gehe nochmal geh noch mal Alter hier auf Setscher, du. Dingens. Probieren wir es. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie in Online-Modus kommen. Ansonsten machen wir gleich nochmal die KI zum Arsch. Yeah, Oh, und da da haben sind wir. Leute drin. Yeah, was hast du denn jetzt gemacht? Ich habe nichts. Hast du deinen Port geöffnet oder hast gesagt, komm jetzt. Geil, jetzt sind wir mit anderen. Jetzt geht's. Boah, jetzt wird's interessant. Mit Und die Anglern? salutieren alle. Geil. Mit Anglern? Warte mal, da steht was. Drei Players machen Death und die Angreifer ATK machen sind vier Spieler, okay? Also das heißt, sozusagen sind die Angreifer immer im Vorteil. Okay. Ja, ich hoffe, dass da müssen ja rein theoretisch noch Spieler reinkommen dann, ne? Attacker und Defender, genau. ATK heißt Attacker und Defender ist DF. Ich habe jetzt überlegt, was es nochmal hieß. Ja. Rivano, Jungo, Gubumbu und Gizi Onkel. Jung Rambo heißt das, aber Jung Gabumbo hört sich natürlich auch gut an. 14 Jahre, Ah. na super. Ja, sauber, ey. Und dann ist er noch nachts, ne, mitten in der Nacht war. Oh ne, Quatsch. Wenn der aus Amerika ist, dann ist es ja bei denen mittags, dann passt's ja. Da haben die ja gerade mal 18 Uhr oder so. Oder früher sogar noch. Keine Ahnung, ich will es auf jeden Fall Oh zacken. Mann, jetzt dürfen wir uns ja auch nicht so anstellen, ey. Nee. Da haben wir uns gleich einen Namen gemacht. Rambo. Cool. Ja, ist halt eine Ladezeit, ne, liebe Freunde. Das ist halt normal. Aber, denke mal, das geht dann bald los. Da gibt es jetzt auch Matchpoint und drei Runden. Oder Round 2 heißt. Einer ist abgehauen gerade. Okay. Round Trials? Was ist Round Trials? Okay, Rivano ist weg. Er möchte nicht mehr mit mir reden. Doch. Nee, oben steht da Matchpoint und Round 2 darunter. Was? So. Er guckt sich auch gerne die Serie 100 an. 100. Nee, the 100. Was habe ich da doch? The 100. 100. Nee, du hast gesagt, 100. Ja, da Und muss ich jetzt auch fängt er an mit lachen. Round 3. Surrounded. About it. Und The wie heißt es richtig, players. Rivana? Komm, Matchpoint und was heißt es dann? Round 3. Zwie. Mann, ich Runderbauen. sag jetzt drei. Ich bin in Deutschland. Was willst du denn jetzt von mir hören? Ich kann auch Lording sagen. Keine Ahnung. Ich versuche gerade nur zu zeigen, was hier so gibt. Und jetzt steht da 0 von 2 Playern aktiv und 0 von 5. Also das ist, hat gar nichts zu bedeuten. Das ist immer ausgeglichen. Es geht wahrscheinlich nur darum, dass gerade 2 im blauen Team sind, 3 im blauen Team jetzt. Und da hinten müssen wir da irgendwas drücken oder wartet der bis Oh, 5-5 loading, ist? loading, loading. Oh, was ist denn hier Ja, los? was, ja echt mal Leute, habt ihr jetzt ganz vergessen, Rainbow Six hier alle die Beta runterzuladen oder was ist hier los? Der Egoistin Nummer 17 ist dabei. Sauber, einen brauchen wir noch, dann geht's ab, 5 gegen 5. Dann ist er halt ja wenigstens auch mal gleich, ne? Aber so ein Selbstmörder wäre ich auch nicht gerne. Der Was? sich dann in die Luft jagt, ja, so ein Selbstsprenger. So wie wir am letzten Part gesehen haben, da konnten die sich ja selbst in die Luft jagen. Und da bin ich ja dann gestorben. Jagen. Durch die Explosion. Round 3. Roundabout it. Jo, jetzt haben wir 5 gegen 5. Sauber. Startet es jetzt oder geht jetzt wieder einer raus? Ah, Lila Gunilla. Okay. Geile Das hat er damit Name. nichts, das hat er damit nichts zu tun, wie viel drin ist, und es lädt, Rivano. Es lädt einfach nur unheimlich lang. Na, ich glaube eher, dass das Spiel voll sein muss, bevor es weiterlädt. Also, Lord, okay. Lord, Lord. Keine Ahnung, was. Ich hab's, wie gesagt, ich war in diesem Menü noch nicht. Ich bin heute das erste Mal in diesem Menü. Ich Und ich auch. bewundere gerade die Leute, wie sie uns ansalutieren. Das gefällt mir einfach. Schön. Aber wenigstens nochmal ein Ladescreen für Quatscher da, das ist super.
Quaken, quaken, quaken. Da unten die 6, die leuchtet. Mei, oh mei. Ja gut, vielleicht wird das hinterher noch in der Vollversion. Da haut schon einer ab wieder. Super. Da ist jetzt hauen 2 ab. Super. Da ist natürlich das Spiel gleich wieder am Arsch. Was soll ich sagen? Ich hau jetzt auch ab. Gehst raus? Na klar, das hat mir jetzt... Aber ich kann gar nicht rausgehen. Keine Ahnung. Ja, liebe Leute, so ist das halt. Das ist halt noch die Beta. Ich weiß nicht, ob die Ladezeiten immer so sind oder ob die Leute sich nicht einig sind. Wir wissen es nicht. Das können wir leider nicht beeinflussen. Aber wir wollten euch das halt zeigen. Ne? Sonst wären wir natürlich wieder gegen KIs. Aber wir möchten euch ja ein bisschen an der Beta teilhaben lassen, wer sie jetzt nicht gerade hat und vielleicht einen Einblick bekommen möchte. Deswegen... ich kann nicht raus. Kannst du raus? Ich kann eine Option drücken. Mehr habe ich nicht angezeigt. Siehst du dann noch was? Dann sehe ich, wenn ich Option drücke. Geht nicht. Genau. Verdammt nochmal. Musst du mal gedrückt halten. Ne. Kommt nur ein Geräusch, so ein erschreckendes so. Und das war's. Ja. Ja, wir sind gezwungen, bei dem Spiel beizutreten. Die anderen dürfen es alle verlassen, aber wir nicht. Denn wir müssen bei auf die Round 3 warten. Gut, dann würde ich sagen, ihr seht jetzt mal mit dem PSN, denn ich gehe jetzt mal hier aus dem Spiel raus. Warte, das sind jetzt gerade volles Haus hier. Bist raus? Ja. Ja, was hast du jetzt gemacht? Einfach Spiel beendet. PSN gegangen, Option und dann Anwendung schließen. Okay. Tom Clancy's Rainbow Six und dann gehst du drauf. Das nenne ich mal Beta. Beach. Da würde ich sagen, dass er noch ein bisschen Action sieht. Scheiß wir mal auf Online-Zocken. Gehen wir halt doch nochmal gegen PC, ja. Oder? Ja. Aber das nehmen wir auch mit auf, weil das wäre Quatsch, jetzt rauszuschneiden, weil ich habe da halt miterlebt, dass es nicht funktioniert. Und so gehen wir auch direkt da rein. Und ja. Macht ja nichts. Oh, das Wasser sieht cool aus. Ne? Ist doch Wasser da unten, ne? Oder was soll das sein? Über Steine? Hä? Das da unten. Oh, da ist ein Video. Thank you for Ubisoft. Joining the beta. Thank you for... Ubisoft. Kommt hier bei mir irgendwie so ein komisches Gedöns. Das kam von uns bei mir nicht. Das sah ja, richtig super. Geil aus. Das Ubisoft wurde genäht. Guck mal, FBI. Die sieht ja nett aus. Mit ihrer kleinen Sonnenbrille. Das Thank you for joining the beta. Danke, kein Problem. Mach ich so da was? Gerne für euch. Ach, ich lese nur vor, was da steht. Boah, das sieht auch geil aus. Thank you for joining the beta. Und dann kam ein dicker Text, aber da konnte ich jetzt nicht mehr lesen. Please wait while we connected to the Rainbow Six Siege Servers. Ja, alles klar. Kein Problem. Ja, dann wir muss warten. Ich nochmal einladen. Oh, Leute. Wir haben das ganze Game gewartet. Wir warten noch weitere 20 Stunden. Das ist auf jeden Fall in der Beta, ist auf jeden Fall, die Wartezeiten sind sehr gut hier, ja. So, ich hab dich eingeladen. Jo, und ich werde erfolgreich annehmen. Joining game, please wait, please wait a while. So, wir haben hier ein Match. Wait a while, so wollte ich sagen. Ja, ja, mach irgendwas, ich komm rein, ich mach mit. Was ist denn Matchmaking eigentlich? Dann machst du ein Match, ja, dann machst du ein Match. Ach, ist auch, ach, du bist jetzt der Host. Oh nee, komm, dann müssen wir wieder 3 Stunden warten. Ah, da kommen aber welche rein, okay, ich hab nichts gesagt. Oh, geil, yeah, da haben wir den Vagabund und den Matt. Oh, ich glaube, ja, das geht doch direkt gleich. Los. So, wir zocken das doch online. Na, ja. Ah, geht doch, der Onkel hat es herausgefunden, denn das Codewort war Matchmaking. Making du Match, dann geht das auch. So, jetzt muss ich schnell FBI nehmen hier, da haben wir es doch. Yeah. FBI. Yeah, Leute, yeah, yeah, yeah. So, was haben wir denn da? Granate. Achso, jetzt kann ich mal hier. Von Firmen. Construction. Achso, wir können es noch ein. Zu spät. Okay, da haben wir. Das geht aber alles fix jetzt. Das geht aber richtig fix. Ich wollte noch nicht mal die Leute vorstellen, die da mitmachen. Okay, ist kein Problem. Yo, wir sind nebeneinander, oder? Yes, hi, ja. Onkel. Boah, du hast ein bisschen geil. Vorsicht, ne? Und jetzt sind wir erst einmal hell. Ja, ne? Jetzt. Ach, die müssen sich gleich. Bemerkbar machen, die Freaks. Okay, keine Ahnung. Ach, ich hab die Kamera. Ja. Das interessiert einfach mal keinen. Ne, ich guck mal mit. Wie das boah, so geil, ist, beim Hellen, ey. Das sieht ja geil aus. Wir sind schon im Haus drin, die Typen. Ach, da war schon ein Terrorist, oder? Mhm. Denk an Dreieck drin.
Der Onkel quetscht sich durch Stacheldraht. Naja, das ist eigentlich unlogisch. Das ist ein Terrorist. Noch einer. Also ich sehe komischerweise diesmal nicht die, die Dreieck-Zielpoints. Gibt's die noch? Bist du schon rausgegangen? Ja, na super, die Typen sind hier schon drin. Ach, das macht doch schon wieder gar keinen Spaß mehr. Ja, ist, das ist jetzt schon wieder so ein normales Counter-Strike-Geballer. Es hat nicht mehr viel mit einer Taktik zu tun hier. Versucht ihr Rückendeckung zu geben. Boah, die haben ja ordentlich alles weggeballert hier. Oh oh. We dropped the diffuser. Go back and retrieve the device. A bomb has been located. Ja, ich habe einen getötet. Yeah, ich bin der übelste Killer. Ja, und noch einen. Ich bin absoluter Killer, Mann. Ich bin ein Killer. Killer, Killer, Killer. Okay, was ist das? Scheiße, scheiße, hinter mir war einer. So ein Dreck. Oh, wie komme ich denn zu Waffenwechseln, Alter? Hat der dich auch... Dreieck ist Waffenwechseln. Kannst du mich aufheben? Hat er dich auch getötet? Kannst du mich aufheben? Nee, ich bin tot. Du bist tot. Ich wurde von hinten abgemurkst. Wie kann ich Spieler wechseln? Ich will bei dir gucken und nicht bei den Halunken hier. Ah ja. Watching Ash IQ, Recruit Ash IQ. Achso, nur die, die leben, kann ich gucken, okay. Wer hat dich erschossen? Oh mein Gott, ey, mit den Typen. Naja, das ist hier nichts mit Taktik. Aber geil! Also eins muss ich ja lassen. Ich habe schon lange, wirklich lange kein Spiel mehr gesehen, wo so viel Schaden machen kann an den Wänden. Ja, das macht aber hier keinen Spaß. Also wenn, dann machen wir zu zweit und dann... Ja. Das hat jetzt keinen Spaß gemacht. Das war jetzt auch das Reinrushen und bababam. Ja, da ist nichts mehr. Return to Main Menü, yeah. Ja, also Kreis. Ich glaube, das kriegen die gar nicht hin. Ich glaube, das kriegen die in solchen der Leute gar nicht hin, so taktisch zu spielen. Also höchstens die kennen sich, die 10 Leute, aber sonst... Fünf. Das wird nur ein Hin- und Hergerenne und Geballere sein. 5 Leute. Ja, pro Team. Wenn jetzt aber 10 spielen... Du bist ja schon wieder weg. Warum bist du schon wieder weg? Bin ich weg. Ich bin... Ja, du bist... Ich bin immer bei dir im Team, komisch. 5 musst du sein und nicht 10. Ja, aber guck mal, Onkel, du verstehst mich nicht. Wenn du jetzt 5 Mann, die sich kennen und ihr wollt taktisch vorgehen und die anderen 5 rennen aber sofort raus und ballern euch ab, dann habt ihr dann auch kein richtiges Spiel. Das und machen deswegen die nicht. Das habe ich ja noch nie erlebt. Egal, in welchen Videos ich geguckt habe, egal in was, habe ich noch nie gesehen, dass die Terroristen einfach rausrennen und losmachen. Naja, aber du hast ja gerade auch gesehen, dass das hier sinnlos ist. Ja, uns Idioten. Ja, dann müsst ihr halt 5 vernünftige Polizisten haben. So. Ist halt wurscht, machen Game auf. Ich glaube, wir spielen die ganze Zeit auf normal, auf dem winzigsten Schwierigkeitsgrad. Ja, also da brauchst du, wie schon... Winzig? Hä? Wieder im Online-Modus, du musst auf Hand und Terrorist gehen. Nee, passt schon, ist nichts. Ach so. Okay. Alles gut. Wir müssen jetzt die Bombe suchen, okay. So, darf ich jetzt wieder mein FBI-Fräuchchen nehmen? FBI, I come to get you. Ja. Granate macht gut. Granate macht Boom Boom. So, jetzt kann ich mir wieder einen Platz aussuchen. Ich bin mal hinten da. Genau, AFC Area, wo du auch bist. Und let's go. Ich bin wieder eine Frau. Ich bin die. Ne, ich bin Rekrut. Du bist Ash. Mhm. Die Ash. Die habe ich auch gekauft. Kann man nur einmal nehmen. Oder? Ah, da bist du ja. Hallo. Geil, da so kommen wir mit uns. Warum hab ich den? Hast du denn nicht die Kamera, wenn du nach rechts drückst? Ich hab die Kamera, ja. Dann lass uns doch mal zu zweit reinfahren, na klar. Na, ich kann nur zugucken. Ich kann sie nicht. Einer kann nur die Kamera schicken. Ich bin jetzt mit dabei, siehst du ja unten. Ich guck jetzt gerade zu. Ich sehe, wie du jetzt durch die Tür fährst. Genau jetzt. Da ist schon einer. Die legen Stacheldraht, die Schweinebuckel. Boah, das haben die so geil gemacht mit der Kamera. Das ist echt so wie ein Spion hier. Aber ich würde ganz gerne mal die Seiten wechseln, Onkel, dass wir drin sind und dass die kommen müssen. Das müsste doch auch gehen, ne? Scheiße. Was? Hast du noch eine? Ja.
Ich sag, Onkel, du kannst doch auch mal einstellen, dass wir... Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, müssen wir mal rausfinden, weil ich möchte auch gerne mal der Bösewicht sein. Und dann warten, bis die Cops reinkommen. Mit 30 Mann. Kommt mal zu dem Eingang rein hier. Mhm, haben die extra gemacht. Ein Eingang. Ah, nee, geht mal hier. Geht's auch noch rein. Oh, Polizeiauto ist kaputt. Ja, haben sie schon beschossen mit der Panzerfaust. Das erinnert mich ein bisschen an Stirb langsam, ne? War ja auch so geil. Aber geil, wie die die Map konstruiert haben, dass du überall so kleine Schlupflöcher findest für deine Kamera. Das finde ich echt cool. Da ist einer. Der hat dich noch nicht gesehen. Er hat dich noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, was die hier beschützen wollen. Oh, da ist ein Boxsack. Boah, ein Trainingsraum. Boah, da würde ich mich voll wohlfühlen hier. Ich möchte auch so einen riesen Trainingsraum mit Keller haben. Mega geil. Bombe wollen die beschützen, du Nase. Oh. Ja, und trotzdem haben sie einen Boxsack. Fuck. Ja, aber gut ausgewichen. Da hast du die jetzt... okay, ich habe nichts gesagt. Okay. Hast du noch eine? Nein. Ich habe aber noch. Aber ist egal, wir gehen jetzt, oder? Kannst du ruhig noch weiter... Weil wir haben die Bombe noch nicht gefunden. Ja gut, dann gehe ich noch... Nee. Doch. Kannst du zugucken, ne? Ja. Okay, dann gehen wir mal ganz schnell. War hier oben Eingang? Ja. Ja, aber da waren wir schon drin. Ja, macht nichts. Rechts steht der an dem Notiz. Ja, ich weiß. Ich renne hier durch. Lass mal Papa machen. Warum scannst du nicht? Oh, hier sind ja ganz viele. Ich geh da schon. Boah, geh weg. Lasst mich in Ruhe. Hier ist das Pissoir. Ey, der duscht. Schweinehund. Okay. Alter Schwede, ey. Ist ja nicht so, dass hier wenig sind, ne? Wir müssen die Bombe finden. Los, mach hin. Ja, ja. Lass mich doch mal erstmal scannen in Ruhe. Alter Hektiker. Ah, was haben wir denn hier? Hier ist nix. Die schießen die ganze Zeit sinnlos irgendwo rum. Ein Spielzimmer, hä? Da ist noch so einer. Hier ist die Bombe, oder? Ja, das ist die Bombe, ja. Ja, ich bin der Beste, Mann. So, dann wissen wir Bescheid. 30.000 Gegner. Und, ja, das war's. Okay, dann gehen wir los. Ja. Ah, das sind zwei Fragezeichen. Da ist wahrscheinlich noch eine Geisel oder so. Siehst du, nee, oben da gibt's noch eine Bombe. Zwei Bomben. Ja, ich lasse jetzt erstmal so, oder soll ich den anderen auch losschicken? Bist du nicht. Ne, dann gehen wir jetzt erstmal. Das war dann. Schleichen wir. Gehen wir zu zwei verschiedenen Eingängen rein, oder willst du zu einem und demselben rein? Wir gehen zusammen rein. Von oben, ja. Boah, ist das geil. Das haben die echt geil gemacht. Kommen wir hier auch rein, von oben? Ich hätte aber gerne Schalldämpfer. Durch den Kamin wieder Nikolaus. Hallo, ich bringe euch... Boah, schön, guck mal, die Berge und so. Wow. Fühle ich mich ja wie zu Hause. Wo bist denn jetzt denn? Hinter dir. Hä? Hinter dir. So. Geil, ey. Wow. Bis auf deine Sinse. Hinter dir. Oh, da. Ja, ja, ich bin da schon unten. Boah. Ich glaube, ich gehe zu der anderen Seite rein. Ja. Okay, ich bin da. Ja! Ich hab die granuliert, hab ich sie. Boah, scheiße. Ah, tot. Kacke, Mann! Ich wollte gar nicht so, wollte mich hinlegen. Und dann, hold to slow the blood. Okay, kannst du mich retten, komm? Na, gerade im Moment schlecht, ne? Ich markiere mich mal kurz, wo ich bin. Ich kann nur die Wunde versorgen, ich kann auch nicht schießen und mich wehren. Aber wenn nicht, wenn du kommst. Ich halte meine Hand auf die Wunde. Ich überlebe, ich versuche zu überleben. Du hast noch die Möglichkeit, mich zu retten. Circa 10 Sekunden halte ich noch aus. 10,
9, 8, 7, 6. Tut mir leid, so viel Gegner. 5, 4, 3, 2 und verblutet. Okay, naja, ja, ich merke schon. Ich bin da irgendwie bei 3 und dann kommen und die 3 Stück haben wir mitgeballert. Ich habe zwar eine Granate reingeworfen, aber naja. Auf jeden Fall gefällt mir das schon besser als das andere, weil da kann man sich wenigstens noch versuchen zu retten. Bin ja mal gespannt, ob der Onkel das packt, hier durchzurennen. Ich finde das so geil, dass hier alles kaputt geht. Boah. Scheiße! Ja, aber komm, ey, du hast voll auf den drauf gedonnert. Das war ja auch keine Waffe. Also. Eieiei. Schalldämpfer drauf. Was ist das für ein scheiß Ding hier? Schalldämpfer. Oder was ist das? Müsste eigentlich sowas wie Granatwerfer sein. Und der Onkel ist drin. Boah, was hier alles kaputt geht. Das ist so geil. Ja, das ist die Bombe, oder? Da hinten ist das Ding. Das musst du Pickup machen. Ey, die schießen in alle Himmelsrichtungen. Die sind ja voll verwirrt. Die armen Jungs. Du bist hier gestorben. Jo. Bist aber gleich voll hier rein. Wie machst du die Bombe jetzt kaputt? Mit dem Diffuser. Diffuser planted. Defended from enemy action. Und jetzt? Achso. Okay, da piepst irgendwas. 45 Sekunden. Boah, fuck. Boah, da geht richtig ab, ne? Boah, ich hoffe, wir können sofort ein Rematch machen. Was sagt die Zeit? Ja, wird auch wieder ein bisschen länger. Machen wir oder lassen wir es? Wir machen die Part zu Ende, meine lieben Freunde. Ja. Okay, morgen machen wir nochmal eine Runde Dings. Nochmal eine Runde. Bubble. Gegen die Dings, Bombs. Menü oder was machen wir? Aber müsste es eigentlich mitkommen, ne? Mit dem Menü, wenn ich sage, quitten. Ja, ja, geht automatisch. So. Okay, dann, liebe Freunde, da würde ich sagen, ich bin dran. Ich habe Hallo gesagt. Ja, ja. Oh, ich habe jetzt auch eine 1 da stehen, dann muss ich gleich mal gucken. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier eine kleine Pause, sehen uns am nächsten Tag wieder auf jeden Fall. War schön, dass ihr dabei seid und ja, man hat ja jetzt auch mal online versucht, aber ihr habt es ja gesehen, die sind einfach nur reingerannt. Das war dann eher wieder so ein Deathmatch. Und ja, hier müssen wir noch ein bisschen üben, aber es macht ja auf jeden Fall schon mehr Spaß, dieses taktische Vorgehen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Part weiter zu zocken. Und dann würde ich sagen, lasst doch bitte den Daumen oben da bei Gamercheck LP auf dem Kanal und bei mir, Revano LP. Ansonsten würde ich sagen, bis morgen. Ciao. Tschüss.